Hallo, guten Tag. Ich heiße Orange. Ich bin ein Austauschstudent in Deutschland. Und meine Heimatuni ist in Hongkong. So auch meine Heimat. Meine Uni heißt Hong Kong Baptist University. Und mein Schwerpunkt ist European Studies German Stream. Und jetzt bin ich im dritten Jahr. Und seit 2 Jahren, so auch mein ersten Jahr, habe ich mit Deutsch angefangen. Und jetzt studiere ich in der Leuphana Universität Kulturwissenschaft für ein halbes Jahr. Und danach fahre ich weiter nach Berlin für ein Praktikum in einem, so bei einem Unternehmen, das heißt Berlin Story. Und habe ich leider ganz wenige Zeit und Gelegenheit, hier auf Deutsch zu sprechen, obwohl ich jetzt in Deutschland bin. Deswegen mache ich hier ein Programm. Ich probiere nur probieren, vielleicht nicht so deutlich, auf Deutsch meine Muttersprache Kantonesisch zu erklären. So, Kantonesisch ist eigentlich ein Dialekt von Chinesisch. Und so hier, das Programm ist zum Parallel eines anderen Programms, das ich auf Kantonesisch die Sprache Deutsch zu erklären. Und ja, das ist parallel. Das heißt, jedes Mal ist das Thema auch gleich, aber die Sprache sind natürlich ganz anders. So, dieses Mal ist der Anfang und ist das Thema der Hintergrund der Sprache oder der Geschichte. So, Kantonesisch schreibt man so. Kantonesisch und Guangdonghua. Guangdonghua. So, das gibt hier in diesem Bild vielleicht nicht so deutlich, aber so hier ist ganz süd von Deutschland und hier das Violette ist Kanton. So, in diesem Provinz, in Kanton, spricht man am meisten auch Kantonesisch. Und das ist die größte System oder Dialekt in China. Und das größte ist, so außer Mandarin, ist Wu. So, Wu ist in der Provinz um Shanghai. Und für Kantonesisch gibt es 71 Millionen Sprecher. Und für die ganze Chinesisch gibt es 400 Dialekte und es gibt rund 1,3 Milliarden Sprecher. So, hier kann man sehen, Zhongmen. So, Zhongmen ist auf Kantonesisch Chinesisch. So, hier allgemein bedeutet Chinesisch die sino-tibetische Sprache. So, das benutzt man ganz weltweit und das ist das zweitgrößte Sprachsystem nach indoeuropäisches System. Und ich werde immer gefragt, wie viele Zeichen haben wir? So, es gibt eigentlich fast 27.000 Zeichen, aber bitte mach dir keine Sorgen, weil so in Hongkong benutzt man nur normalerweise 4.800, so ungefähr. Und es gibt ein paar Unterschiede zwischen Mandarin und Kantonesisch. In Kantonesisch gibt es 9 Töne und in Mandarin gibt es nur 4. So, das heißt, die Melodie der Zeichen gibt es 9 verschiedene Melodien und in Mandarin gibt es nur 4. Und
Wir schreiben in China und in Hongkong auch anders. So, gibt es zwei Typen der Sprache oder der Zeichen. So, ein ist Langzeichen, ein ist Kurzzeichen. Was ist der Unterschied? So, hier sieht man. So, hier ist natürlich komplizierter. So, hier ist Langzeichen. Und hier ist Kurzzeichen. Kurzzeichen ist eigentlich eine Innovation, so eine Entwicklung der Sprache in ungefähr 1956 von der, also im Moment der chinesischen Regierung, so dass, um die Sprache zu vereinfachen. Aber das, so, natürlich, das gefällt mir nicht so gut und ich finde Langzeichen besser. So, Langzeichen ist nützlich in Hongkong, Taiwan und in, manchmal in Singapur und auch in Chinatown, in London oder in Amsterdam, weil die Leute dort auch auf Kantonesisch sprechen können. Deswegen, das ist ganz nützlich, wenn man in Chinatown ist und auf Kantonesisch sprechen kann, zum Beispiel das Essen zu bestellen. Ja, das ist ganz praktisch. So, hier, so heute ist der Hintergrund und so wie die Zeichen A, B, C, D oder so auf Deutsch, gibt es auch solches System. So, das ist fundamental für die Geschichte oder die Wörter von Chinesisch. So, wir haben vier Systeme, die die Wörter formulieren. So, das erste ist Piktogramme. Das heißt Zhengyang. Zhengyang. So, was ist das? Piktogramme, so Picto, ist so wie ein Picture, so ein Bild. So, deswegen, hier sieht normalerweise die Wörter von Piktogramme auch wie die vergangenen Gemälde oder die Bilder. Zum Beispiel, hier ist das Wort von, so für einen Berg. Das heißt San. San. So, ein Berg sieht normalerweise auch sowieso. So, hier kann man so sehen, auch einen Berg. Und das zweite ist Ideogramme. So, Ideogramme. Auf Chinesisch, das heißt Jisi. Jisi. So, was bedeutet das? Das heißt, es gibt normalerweise nur eine Idee, so, sondern kein konkretes Bild. Zum Beispiel, hier ist zwei verschiedene Richtungen. Eine ist oben und eine ist unter. So, wenn hier nach oben, das, so dieses Wort heißt oben von diesem kleinen so Erde oder so. Aber hier ist nach unter. Deswegen hier, so die beiden sind so wie eine Präposition oder ein Adjektiv für oben, die Richtung oben oder unter. So, das dritte ist eine Ideensmischung. So, es gibt keine konkrete Übersetzung, deswegen habe ich selbst gemacht. Das heißt, wenn zwei Ideen oder zwei Wörter gemischt werden, gibt es noch eine zusammenhängende Bedeutung. Zum Beispiel hier ist, bedeutet Sonne und hier bedeutet Mond. Und die beiden scheinen, deswegen wenn die beiden Wörter gemischt werden, bedeutet das hier hell. Hell. So. Die drei Aussprache ist Yat, Yut, Meng. Yat bedeutet Sonne, Yut bedeutet Mond und Meng bedeutet hell. Und das dritte, das vierte System ist die Stimme. So, die Stimme bedeutet hier
dieses Wort ist Ma. Und dieses Wort ist Ma. Und hier, ein großes Teil von dieses Wort ist hier. Gleich wie dieses Wort. Aber, so dieses Wort bedeutet das Tier, ein Pferd. Aber hier bedeutet unsere Mutter. So, die Bedeutungen sind total anders. Aber das klingt so ähnlich. Weil hier hast das Wort die Stimme von ein Pferd hier bekommen. So, Ma und Ma. So, hier, deswegen ist das System so wie eine Stimme. So, hier sind die vier Stimme, das vier Systeme, die wir die Wörter formulieren. Und das ist normalerweise für akademische oder historische Hintergrund für die Sprache. Aber ich finde, das ist auch ganz wichtig. So, vielleicht später hilft man die Sprache besser zu verstehen, weil man die Formulierung der Wörter kennen soll. Und gibt es noch ein ganz wichtiger Element für unsere Wörter. So, das ist auch für schriftliche Sprache. So, das heißt, jedes Wort oder am meisten die Wörter haben auch ein Hauptteil. Das ist so wie die Präfix. Und es gibt schon ein Symbol von dem Hauptteil. So, Hauptteil auf Chinesisch heißt Bosao. Das heißt, das ist ein Teil so wichtig wie ein Kopf. Deswegen, das ist Haupt. Und ja, dieses Wort bedeutet normalerweise nur auch erst und so Kopf und so weiter. Zum Beispiel, hier ist das Wort weiblich oder Tochter. Und auf Chinesisch heißt neu. Und wenn dieses Symbol in die anderen Wörter gibt, bedeutet das normalerweise auch weiblich. Zum Beispiel, hier sehen wir wieder das Wort für Mutter, Ma, und hier ist für Schwester. Kann man auch sehen, von dem Linksseite gibt es auch das Wort neu. Hier, Ma und Ji Mui. Deswegen hier ist so wie ein Präfix, dass das Hauptteil ist auch ein Symbol für die Bedeutungen der Wörter. So, diese sind auch normalerweise nur für die Geschichte oder für das Schreiben, das eigentlich braucht man nicht zu wissen. Aber ich finde das ganz wichtig, dass man die verschiedenen Probleme oder die verschiedenen Fragen nach der Sprache zu erklären. Und ja, das ist auch ganz regelmäßig, dass man mich fragen. Deswegen, ich finde diese Fragen auch sehr wichtig und hier gibt es schon die Antworten. Und ja, so heute ist der Film ganz lang, aber später gibt es die Filme normalerweise sehr kurz, 1 Minute oder 3, so am längsten vielleicht 5. Und jedes Mal gibt es nur ein paar Sätze, die wichtig sind. Zum Beispiel Vorstellungen oder Begrüßungen oder so. Später vielleicht für das Essen zu bestellen und so weiter. Und ich hoffe, das ist interessant und ich hoffe, es gibt noch immer mehrere Leute, die für Kantonesisch interessant finden. Weil Mandarin ist, also für mich klingt ein bisschen nicht so schön und ich finde Kantonesisch noch wichtiger als Mandarin ist. So, eine kurze Geschichte ist, Mandarin ist nur eine Sprache
vorher in dem Nordchina. Aber das so wegen der Regierung war so ist die Sprache immer wichtiger geworden. Aber die alte Dialekt ist auch Kantonesisch. So, weil die Immigranten sind, so waren normalerweise von Nord nach Süd. Deswegen die ganze Sprache ist in Südchina untergestützt. So, Hongkong ist ein Teil von Süddeutschland, besonders in Guangdong oder Kanton. Und die Sprache klingt immer so schön. Und so, endlich möchte ich ein paar Chinesisch sagen. Wieder herzlich willkommen. Hier ist mein YouTube-Channel und ich heiße Orange. Und sehen wir uns wieder, hoffentlich. 歡迎光臨, 這裡是我的 YouTube Channel, 有一齊關於我的東西,有我的音樂,有我的語言, 希望我們會再一次在這個 YouTube Channel見面, 再見, 拜拜.